So, meine Damen und Herren, fünfte Runde beim Norway Chess Schachturnier 2024. Und ein weiteres Highlight, die Partie zwischen Magnus Carlsen, der Nummer 1 der Welt, und dem immer noch jungen Alireza Firouzja, der gegen Magnus ja das Finale der Champions Chess Tour gerade gewonnen hatte. Also Magnus war eine Rechnung offen. Carlsen diesmal mit den weißen Steinen, ja vorher zweimal schwarz, erst gegen Pragner da verloren. Hat sich dann im Turnier zurückgemeldet mit einem Schwarzsieg gegen die Nummer 2 der Welt. Fabiano Caruana, also Carlsen im Aufwand. Im Aufwind, ich weiß nicht, wie viel Aufwand er betreibt. Aber im Aufwind hier mit dem weißen Stein. Und Alireza spielt seine Hauptvariante, die Berliner Mauer gegen Carlsen Spanisch. Carlsen rochiert, Springer steht E4. Und die Nummer 1 hat keine Lust auf das Endspiel nach D4, Springer D6. Schlägt, schlägt, D schlägt, E, Springer F5. Die traditionelle Hauptvariante, sondern er spielt den ruhigeren Zug. Turm nach E1, gewinnt den Bauern auch zurück, aber führt zu einer recht symmetrischen Struktur im Zentrum, wo Weiß den kleinen Vorteil hat, dass der Springer auf D6 ein bisschen deplatziert ist. Aber es ist eine wohl erforschte Variante, die nicht als sehr gefährlich für Schwarz gilt. Weggetauscht, Rochade, D4, Läufer F6, Turm E1, Turm E8, das ist alles Theorie-Hauptvariante. Carlsen spielt Bauer nach C3. Letzter wurde ja auch viel mit Bauernopfern experimentiert, wie Springer nach C3 oder Läufer nach F4. Aber Bauer nach C3 stabilisiert das Zentrum, ist der Hauptzug. Alireza schlägt und spielt Springer nach E8 zurück. Sieht komisch aus, aber Schwarz, um die Figuren zu entwickeln, möchte gerne zu Bauer nach D5 kommen. Und wenn er das schafft, hier zum Beispiel, was auch immer, Läufer nach F4, D5, Läufer nach D3, dann endet die Partie auf dem Level meist recht schnell friedlich. Bauer nach G6, Springer nach G7. Läufer nach F5. Und Friedensschluss. Aber Carlsen möchte mehr und er versucht hier den ambitioniertesten Zug, Bauer nach D5, um schwarzes D5 zu verhindern. Schwarz hat mehrere Möglichkeiten, wie er dagegen ankämpfen kann. Weiß greift Raum, aber ist ein bisschen unterentwickelt, die Figur ist auch nicht draußen. Schwarz könnte Bauer nach D6 spielen, dann den Läufer rausziehen, Läufer nach F5. Das hat einen soliden Ruf. Er könnte auch Bauer nach B6 spielen. Damit Läufer nach B7 den Bauern anzugreifen und bei Bedarf mit C6 das zu unterminieren. Aber Alireza entscheidet sich zunächst für Dame nach E7, bietet den Damentausch an, aber Weiß mit seinem Raumvorteil möchte die Dame auf dem Brett behalten, spielt Dame nach D1, was den Vorteil hat, dass er auch den Bauern auf D5 gleich deckt, sollte der angefeindet werden. Und Alireza spielt Bauern nach B6, um den Läufer zu fianchettieren, dann die Figuren rauszukriegen. Schwarz hat hier eine gesunde Stellung. Carlsen versucht am Damenflügel Ansatzpunkte zu finden mit Bauer nach A4. Nicht der Lieblingszug des Computers. Der Computer wollte so Bauer nach G3, um hier nochmal decken zu können. Aber Carlsen spielt A4. Alireza blockt ihn mit Bauer nach A5. Richtige Entscheidung. Das Weiß hier keinen Druck kriegt. Springer nach A3. Der Springer soll hier hin oder hier hin. Läufer nach B7. Und Springer nach C4. Wieder nicht der Computer-Lieblingszug. Der wollte immer noch Bauer nach G3. Carlsen springt G-Mitte, Springer nach C4 und Alireza entscheidet sich für Läufer nach G5, was zu einer recht forcierten Sequenz führt, die Stellung vereinfacht. Die Alternative Springer nach D6 war auch gut, um hier den Springertausch anzubieten, wonach Schwarz absolut keine Probleme zu haben scheint. Weiß muss sogar aufpassen, dass er hier nicht eine Figur entstellt. Ich dachte, beim Live zu gucken, er könnte Läufer F4 spielen, aber jetzt Dame nach E4 wäre unangenehm. Das hätte Carlsen nicht gemacht, aber Schwarz hat hier keinerlei Probleme, das Springer. Er spielt Läufer nach G5 und das erlaubt Carlsen, den Charakter der Stellung zu ändern, indem er hier einen kleinen Trick macht. Bauer nach D6, Springer schlägt D6, Läufer schlägt G5, Dame schlägt und Springer schlägt D6, holt sich den Bauern zurück. Und jetzt hat die schwarze Stellung gleich geschwächt, D7 ein bisschen schwach, B6 ein bisschen schwach. Trotzdem steht Schwarz sehr solide nach Läufer C6, was den Bauern hier im Auge behält. Nach wie vor nichts Schlimmes passiert. Carlsen spielt Turm nach E1. Die Alternative war hier irgendwie gleich Stress zu machen mit Bauer nach B4. Aber dann Dame nach F6, sagt der Computer. Und trotz der sehr geschwächten schwarzen Struktur hat er genug Gegenspiel gegen den auch etwas geschwächten weißen Damenflügel. Also versucht Carlsen ein bisschen mehr Spannung in der Stellung zu lassen mit Turm nach E1. Alireza entscheidet sich trotzdem für den Damentausch. Dame nach F6 spricht nichts gegen. Er hätte auch andere Züge machen können. Computer sagt hier H6, G6. Nicht viel los. Aber Dame nach F6 ist okay. Im Endspiel, diese Formation ist meistens relativ gut als Verteidigungseinheit. Der König kann die ganzen Bauern easy beschützen.
Und Weiß kann dagegen kein Freiraum bilden. Also ist nicht so hässlich, wie es im Mittelspiel wäre, wo der König natürlich geschwächt wäre. Erstmal ist der angegriffen. Karte verteilt mit B3, aber alle Ritter spielen weiter stark. Turm nach B8. Sucht hier nach Gegenspiel mit Bauern an T5. Auch das wird unterbunden mit C4. Jetzt kommt D5, wird diese Schwäche los. Und es wirkt hier so, als würde die Partie auf den Remishafen schleunigst zusteuern. Aber uns stehen noch ein paar Abenteuer bevor. Hanno spielt Turm nach E7, aktiviert den Turm, droht Turm nach C7. Und Alireza die Wahl zwischen Turm nach C8 und Turm nach B7. Turm nach B7 sah relativ einfach aus. Hier getauscht wird C schlägt D, Läufer schlägt D5. Hat Schwarz keine Sorgen. Der Läufer C4 kann in das Bauernspiel gehen, was Remis zu sein scheint. Aber er kann auch einfach abwarten, Läufer nach B7. König in die Mitte. Und Weiß kann nicht so richtig durchbrechen. Also das wäre sehr safe gewesen. Aber Alireza, auch typisch für seinen Stil, wenn er die Wahl hat, dann behält er lieber Figuren auf dem Brettspiel. Turm nach C8 überdeckt dieses Feld und plant hier zu schlagen. Und der Läufer schlägt, da einen kleinen Trick zu machen mit Läufer schlägt A4. Gase spielt F3 und so geschieht es. D schlägt C, Läufer schlägt C4. Jetzt der Bauer angegriffen, da ist er natürlich antizipiert und er verlässt sich auf Läufer schlägt A4. Weiß hier schlagen würde, würde er Turm schlagen. Und nach Läufer schlägt F7, so geschieht es. Geht der König zur Seite, greift den Turm an. So, dass Weiß keine Zeit hat, diesen Läufer zu schlagen. Der Turm ist weg, Turm nach A7, jetzt kann der Läufer wieder weg. Und davor haben wir ein gleiches Materialverhältnis, 4 gegen 4 Bauern. Und Schwarz sollte nicht viel passieren. Bauer nach H4, Kasim hat seinem König ein bisschen Platz. Hier gab es Alternativen, die aber alle das Gleichgewicht nicht groß stören. So, so. Also Bauer nach H4, Turm nach C5, stabilisiert. Auch hier gab es wieder andere Züge, aber Turm nach C5 ist okay. König nach F2. Turm C2 Schach lässt den König nicht in die Mitte, weil es den Bauern hier angreift. König G3 und Turm nach E2, guter Zug. Läufer nach F1 sah verlockend aus, um den Bauern zu attackieren, aber dann aktiviert Weiß sich weiter mit König F4. Turm schlägt G2, Läufer geht weg und auf jeden Fall geht Weiß keinerlei Risiko, auch wenn auch diese Stellung noch haltbar sein sollte für Schwarz. Aber Alireza spielt Turm nach E2. Die Idee ist jetzt, Turm nach E7 den Turmtausch anzudrohen. Und auch sicherzustellen, dass der Läufer hier kein stabiles Feld kriegt auf der Diagonale. Denn wenn er hier hingehen würde, käme Turm nach E5, würde den Läufer weiter nerven. Kasim spielt Turm nach B7, attackiert jetzt den Bauern. Der Läufer weicht aus, Läufer D3, auch hier gibt es wieder diverse andere Möglichkeiten. Wie Turm nach E5, Läufer nach C6, aber Läufer D3 ist jedenfalls okay. Stellt sicher, dass wenn hier geschlagen würde, der Läufer nicht angegriffen wäre. Läufer nach C4, Kasim sagt, okay, ich habe nichts Besseres, wir gehen ins Turmenspiel. Läufer D5 lag nahe, um hier einen Schach zu drohen. Aber dann kommt der Turm nach E5. Der Läufer hat keine weiteren Felder auf dieser Diagonale. Müsste wieder zurück. Deshalb Läufer C4. Der Läufer muss geschlagen werden und es wird weiter vereinfacht. Bei Schwarz sind zwar zwei Bauern angegriffen im Moment, aber Schwarz kann Gegenangriff machen auf den Bauern nach C4. Das tut er mit Turm nach C2. Und hier sah es wieder so aus, als würde die Partie gleich in den Remishafen einlaufen. Turm steht B6. Jetzt wichtig, dass Schwarz den Bauern hier verteidigt. Denn ein Turmenspiel mit 3 gegen 2 Bauern auf einem Flügel ist Remis nach landläufiger Meinung. Aber wenn die Bauern auf verschiedenen Flügeln wären, dann würde Weiß gewinnen. Hier, das hier würde Weiß gewinnen mit den 3 gegen 1 auf der Seite. Kann er 2 Freibauern bilden. Deshalb wichtig, den zu verteidigen. König nach G7. Und jetzt, egal was Weiß macht, tauschen sich der C gegen den A-Bauern, sodass die 3 gegen 2 auf der Seite verbleiben. Kasim spielt sofort Turm A6, hier aber Turm C6 zum Beispiel, da hat nichts geändert. Schwarz kann einfach pushen. Und irgendwann muss der Turm sich um den A-Bauern kümmern. Deshalb Turm A6, Turm steht C4, Turm steht A5. Und wir haben das Endspiel mit 3 gegen 2 Bauern auf einer Seite, was remieren sollte. Aber wir haben Magnus Carlsen, den Endspielzauberer, mit den weißen Steinen. Und bei Norway Chess gibt es ja keine ernsthafte Zeitgutschrift nach Zug 40, nur 10 Sekunden pro Zug, sodass die Zeit irgendwann knapp werden sollte. Die nächste Phase, auch recht typisch für solche Endspiele, macht Carlsen erstmal nicht viel, zieht ein bisschen im Kreis, tut so, als hätte er keinen großen Plan. Alireza wartet ebenfalls ab. König geht nach F5, aber noch kann Weiß keine weiteren Fortschritte machen, wenn hier der Turm ankommt. Gibt es immer einen Schach. Also, wird eine Weile manövriert, der König geht zurück. Turm geht einmal rüber. Und da ist der König wieder.
Und jetzt fängt er an, die Bauern vorzuziehen, Bauern F4. Alireza wartet weiter passiv ab, was okay ist. Kasen kann hier keine wirklichen Fortschritte machen. Und er chillt aber mit seinem Turm. So, nicht viel passiert die letzten gefühlten 100 Züge. Aber wie gesagt, ist typisch für solche Endspiele. Und auch gute Technik, erstmal eine Weile nichts zu machen. Oder in Anführungszeichen nichts, ein bisschen anzutäuschen. Und dann, wenn der Gegner ein bisschen müder ist, ein bisschen weniger Zeit hat, sich vielleicht schon zu sicher fühlt, dann mit der letzten Idee anzufangen, die man sehen kann. B7, Carlsen manövriert nochmal eine Runde. Da geht der König wieder zurück. Schön haben wir schon mal. Und jetzt versucht er seinen letzten Plan hier. Bauer nach F5. Und möchte mit dem König hier reinlaufen. Den Turm von der Reihe vertreiben und dann mit dem König hier ran an die Bauern. Sollte nicht klappen, aber wir schauen mal, was passiert. Alireza wartet weiter passiv. Es gab ja auch andere Möglichkeiten. Er hätte den Turm aktivieren können, was gut aussieht. Turm B3 Schach. Oder er den Turm auf die E-Linie stellen können, um den König hier abzusperren. Sieht auch sehr solide aus. Er spielt Turm C7, spricht auch nicht wirklich was gegen. Erlaubt Carlsen aber, seinen König hier auf die Seite zu bringen. Also vielleicht schon ein bisschen ungenau. König kommt an, König C5, Turm B7, er wartet weiter, G4. Stabilisiert. Carlsen ist bereit, diesen G-Bauern irgendwann abzugeben, wenn er dafür seinem König hier dichter rankommen kann. Und einen Turmschach geben kann. Turm E7, König D6. Jetzt muss Alireza langsam sich im Gegenspiel kümmern. Wenn er hier weiter warten würde, käme Turm nach C5 und es droht Turm C7, sodass er seine Verteidigungslinie auf der 7. Ehe aufrechterhalten kann. Spielt deshalb Turm nach E4, Turm A7. Er geht mit dem König nach F8. Vielleicht wäre es genauer gewesen, nach G8 zu gehen, dieses Feld noch im Blick zu behalten. Und auch falls der König jemals hier schlägt, dass dann kein Schachmatt droht auf der letzten Reihe. Also König G8 vielleicht eine Spur subtiler als König F8. Aber Alireza spielt König F8, immer noch okay. Carlsen wartet mit Turm nach B7, sagt, schlag doch. Turm H7 wäre vielleicht ein bisschen zwingender gewesen, aber Carlsen wartet, Turm H7, Turm B7 und gibt Alireza noch eine Chance für König G8. Aber das tut er nicht. Alireza schlägt. Das erlaubt König nach E6, wonach die Lage auf jeden Fall in der praktischen Partie schon relativ tricky wird. Also vielleicht wäre hier so einfach gewesen. Carlsen hier ankommt. Geht der Turm zur Seite. Und wichtig immer, die Seiten Schachs, um den König fernzuhalten. Hier kommt Weiß nicht so richtig weiter. Turm D7, Turm E4 wieder, sperrt den König ab. Und es gibt kein Vorbei. Aber Alireza schlägt den Bauern. Das hält auch noch, aber schon sehr knapp. König nach E6. König nähert sich an, Turm nach A4. Ich kann mir vorstellen, dass Alireza von Weitem Turm nach D7 unterschätzt hat. Vielleicht dachte er, Weiß muss hier schlagen. Aber dann Turm A6 Schach, König E5, Turm A5 Schach, verjagt den König. Der kann ja nicht aktiv bleiben. Und die Stellung ist relativ easy. Remis. Schwarz geht einfach immer weiter. Schachs. Ja, aber Turm D7. Carlsen wittert hier seine Chance. Und der Punkt ist nach Turm A6, Turm D6. Kann Schwarz nicht in dieses Bauernhaus spielen. Das würde Weiß gewinnen. Zugzwang und die Bauern einsammeln. Schwer zum Spiel, Alireza, Turm nach A1, das ist okay, wartet ab. Wieder mit der Intention, auf König schlägt F6, so geschieht es. Turm A6 Schach zu geben, König E5. Jetzt der Unterschied, der Turm kann hier dazwischen ziehen, wenn Schwarz Seitenschachs gibt. Also kann er hier nicht einfach so weiter nerven. Computersohn beeindruckt und sagt Sachen wie Turm A5 Schach, König E6, Turm A8 ist Remis. Aber das sieht schon relativ knapp aus, wenn ihr mich fragt. Aber Computersohn, das hält alles, macht ihr keine Sorgen. Turm D6, König G7, auf F6 gehst du wieder zurück und Weiß kann keine wirklichen Fortschritte machen. Aber das ist schon nicht leicht, gerade mit wenig Zeit. Und dann hier so viel Turm A8 den Turm passiv zu stellen, ist auch nicht so unbedingt erster Instinkt. Alireza wartet mit Turm B6, das ist okay. Er hofft, dass Weiß F6 spielt, um dann mit dem Turm hier einfach aktiv zu werden und im Zweifelsfall Schachs von hinten geben zu können. Aber Carlsen spielt Turm nach D6. Und jetzt, Alireza hat, wie gesagt, hier schon ein bisschen natürlich Carlsen Chancen gegeben. Aber jetzt trotzdem ein schockierender Moment nach Turm D6. Alireza schlägt den Turm. Das führt zu einem leicht verlorenen Bauernendspiel. Er musste hier schweren Herzens Turm nach B1 spielen. Und die Stellung ist nach wie vor Remis.
auch wenn es nicht das leichteste Remise aller Zeiten ist. Aber hier, das kann man in vielen Schachbüchern nachlesen, F und H Bauer können in so einer Stellung nicht gewinnen. Natürlich hätte Carlsen es weiter probiert, aber das könnt ihr, ihr könnt gerne das Endspielbuch eurer Wahl aufmachen und solche Stellung checken. Hier kommt Weiß nicht weiter. Gab auch noch andere Versuche für Weiß. Hier analysiert es gerne weiter. So König F6 zum Beispiel. Schwarz König G8 spielen. Schach König H7. Schach wieder König G8. Und auch das hier. Hält alles für Schwarz. Aber es ist natürlich schon relativ knapp. Aber trotzdem muss er das natürlich machen. Denn nach Turm steht D6. Er wird gedacht haben, dieses Bauernspiel sei Remis. Aber das ist verloren. Und das ist eine Stellung, die relativ bekannt ist. Ich damals Hamburger Kadertraining gelernt. Unter C.D. Meyer, das sogenannte Dreiecksmanöver. Und zwar geht es um Folgendes. Bonner F6 Schach. Wenn Schwarz König F7 spielen würde, würde König F5 kommen. Der König muss weichen, Zugzwang. Dann König G6, sammelt den Bauern ein. Und Weiß gewinnt. Schwarz spielt also König F8. Und sein Punkt ist, wenn jetzt König F5 kommt, kommt König F7. Jetzt Weiß dran, geht es nicht weiter. Und wenn König E6 kommt, kommt König E8. Und auf F7 König F8 wäre das hier Patt. Und vielleicht hat Alireza sich darauf verlassen, dass das Remis ist. Aber wie gesagt, das hier ist eine sehr bekannte Stellung. Und Weiß gewinnt mit dem berühmten Dreiecksmanöver. Im Prinzip muss er das Zugrecht in dieser Stellung an Schwarz weitergeben. Denn Schwarz wäre hier im Zugzwang. Und das macht er mit Hilfe von König nach F4. Wieder geht König nach F7 nicht. Käme König nach F5. Schwarz spielt König nach E8. Und jetzt König E4, das ist der Trick. Geht auch andersrum, falls ihr euch das fragt. Man kann auch erst König E4 spielen. König E8, König F4. Kommt auf selbe raus. Der Punkt ist, dass jetzt Schwarz wieder König F8 spielen muss, weil König F7, König F5. Und auf König F8, König E5. Jetzt haben wir die Stellung von eben, nur mit Schwarz am Zug. Und Schwarz ist in Zugzwang. Das bedeutet, auf König F7 kommt König F5. Und auf König E8 kommt König E6. König F8, F7. Und jetzt wieder eine Stellung, die wir schon mal hatten, aber diesmal mit Schwarz am Zug. Mit Weiß am Zug müsste Weiß hier Patt setzen, König F6 oder den Bauern abgeben. Aber mit Schwarz am Zug muss Schwarz ziehen, König nach G7, König nach E7 und Weiß gewinnt. König H7. Jetzt soll er sich keine Dame holen wegen Patt. Aber König F6. Und jetzt die Dame. Und es wäre Matt. Deshalb gibt Alireza sich geschlagen nach König E5. Ich vermute, er hat das Bauernspiel einfach für Remis gehalten und dieses Dreiecksmanöver nicht auf dem Zettel gehabt. Wahrscheinlich im Hamburger Kadertraining. Aber typisch Magnus Carlsen aus dem Nichts, denn ehrlich gesagt, auf dem Niveau, dass so ein Turmenspiel 3 gegen 2 gewonnen wird, ist doch sehr selten. Aber aus dem Nichts generiert er Chancen, gewinnt noch diese Partie, gewinnt aber 2 in Folge und ist im Turnier wieder gut dabei. Ich glaube jetzt auf dem 2. Platz, knapp hinter Hikaru Nakamura, der seine Partie ebenfalls gewinnt gegen den, ja, sich völlig außer Form befindlichen Ding deren. Also wieder eine Carlsen-Endspiel-Lehrstunde. Bitter für Alireza, der eine gute Partie gespielt hat. Aber was soll man machen? Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Es geht weiter am Sonntag, wenn ihr es hier davor seht, um 17 Uhr mit Norway Chess. Runde 6, glaube ich. Bis dahin. Ciao.